Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Wir sprechen heute über Qualität und sind in der Prüfhalle der Argus Zert Bau hier im Haus der Baustoffindustrie in Ostfildern bei Stuttgart. Und bei uns ist Steffen Patschke, er ist der Leiter unserer akkreditierten Zertifizierungsstelle Argus Zert Bau. Wir sprechen heute über eine ganz klassische Dienstleistung, die wir seit vielen Jahren hier im Hause machen, nämlich die Prüfung der Druckfestigkeit von Betonwürfeln. Hier ist ein klassischer Betonwürfel, 150 mm Kantenlänge, gibt es auch in 100 mittlerweile. Und was passiert, Steffen, bei so einer Prüfung von so einem Betonwürfel? Danke. Also im Endeffekt ist es so, am Anfang natürlich bei einem Namen, die wir dann durchführen. Wir liefern den dann hier bei uns in der Prüfstelle ein. Dann werden erstmal die Voraussetzungen geprüft, ob der auch entsprechend so prüfbar ist im Bereich der Ebenheit. Danach ist natürlich klar, Lagerung bis zum Prüfzeitpunkt und dann, wenn die Prüfung ist, natürlich entsprechend die Kontrolle, Maßhaltigkeit, dann den Bereich Ebenheit, Bestimmung der Masse und hinterher natürlich dann auch die Prüfung in unserer Prüfmaschine, auch Güteklasse 1 natürlich und hinterher dann eine entsprechende Auswertung, die dann durch unsere Zertifizierungsstelle erfolgt. Besondere bei uns ist ja auch, dass unsere Prüfingenieure, unsere Überwacher das direkt beim Kunden entnehmen, kontrolliert entnehmen und dann auch gleich mitnehmen in unsere Prüfstelle. Ja. Also es sind keine Versandwege aufwendig mit Lieferdiensten erforderlich. Ja, also wir machen das, dass wir in unserer klassischen Fremdüberwachung die Proben, die wir dort entnehmen, dann auch gleich mitnehmen und natürlich dann auch hier relativ schnell da ein Prüfergebnis haben und auch ein direktes Prüfergebnis, sodass man dann nicht hinterher irgendwo in dem Bereich der Überwachung ein Blatt Papier bekommt, wo ein Zahlwert draufsteht, sondern man sieht eigentlich das Verhalten des Betons. Man sieht, ob er nun entsprechend zerspringt oder ob er nur so ganz kleinen Riss bekommt und auseinanderprügelt, das sieht man sehr viel. Und das ist natürlich ein wesentlich anderer Punkt. Dann hat man mehr ein Gefühl für den Beton, als wenn man einfach nur ein Blatt Papier bekommt. Ja, Kunden sind von uns einerseits die Herstellerwerke, wer noch? Neben den Herstellerwerken natürlich auch den Bereich Baustellen aus dem Bereich UK2, UK3 Überwachung und natürlich auch die Möglichkeit Fremdprüfung, wenn jemand da auch entsprechend für Dritte da oben geprüft haben möchte, kein Problem, können wir auch entsprechend mit anbieten. Ja, eine ganz etablierte Dienstleistung, die aber auch in Zukunft sehr wichtig bleiben wird, denn theoretisch und nur digital kann man den Beton eben noch nicht prüfen. Ja. Vielen Dank, Steffen, für deinen kurzen Einblick heute. Mhm. So viel heute bei Talk Concrete.